Der Inhalt der nachfolgenden Spielszenen ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Sollten Sie das 18. Lebensjahr noch nicht beendet haben, würde ich Sie bitten, das nachfolgende Video nicht anzusehen und sich stattdessen mit einem meiner jugendfreien LPs ohne diese Kennzeichnung zu beschäftigen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. Herzlichen Dank, Ihr Tefkal. So, herzlich willkommen zu Max Payne 3. Weiter geht's! So, wir haben schon mal drei sehr unfreundliche Gentlemen, von denen ich schon mal den da hinten abknalle, bevor er wegläuft, den da noch ein bisschen und den, der sich leider verschanzen kann, konnte. Da hinten habe ich leider nicht so gut getroffen, jetzt aber. Oh, jetzt sind wir einige hier, meine Güte. Ja, bevor du hier ein zu viel kriegst, sieht ja alle gleich aus, im besten Willen. Ja, geh ruhig mal runter. Immer schön in Deckung bleiben. Oh. Da hat wohl jemand einen Schuss. Ich weiß da an, was? Zurück von den Toten. 50 erfolgreiche Last Stands. Sehr schön. Apropos. Oh, das war ein schöner Schuss. Durch den Arm mal. Das ist immer was Schönes. Was Seltenes. Sie rastet gerade völlig aus. It's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Und natürlich Leute mit Scharfschützengewehren. Giovanna, just wait there. I'll just be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Bleib unten, Mann. Oh, ich rufe dich nämlich mit. Ja, gerne. Ich muss unbedingt die Frau da oben retten. Das heißt, okay, ja. Ich muss unbedingt die Frau da unten retten, so rum. Von den Ganoven da oben. Hallo, geh aus der Deckung raus. Das war jetzt ein Fail von mir. Nochmal das Ganze, ich glaube, ich gehe gleich in Bullet Time. Und spring da raus und schieß auf die Menschen da oben. Ja, war jetzt ein bisschen wild geschossen, aber es hat funktioniert. Ein Hoch auf Rektor-Prinzip übrigens gerade. Nachladen. Schrotflinte mitgenommen. Wieder auf die Pistole gegangen. Weil die, glaube ich, ein bisschen sinnvoller ist. Oh, warte mal, da ist noch eine Uzi. Uzi nehme ich gerne mit. Ist ja noch besser als die Pistole. Liegt hier noch irgendwas Schönes? Wo ist eigentlich Giovanna? Die müsste echt hinten sein irgendwo, oder? Wo ist die hin? Ach, da. Ich bin hier, lass mich auch alle gesehen. Ich will nur ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes rumliegt. Und tatsächlich hier noch ein goldenes Stück einer FAL rum, was auch das sein mag. Irgend so ein Sturmgewehr scheinbar. Sehr nett, kann ich gut gebrauchen, damit ich goldene Waffen habe. Ja. Ist eigentlich nur das, um das Habens willen. Oh mein Gott. Da bin ich. You okay? Yeah. Here, quick. Climb under here. Open the gate from the other side. Quick! Ich hätte das Tor nicht von derselben Seite öffnen können. Seltsam. So, und das sieht ja schon wieder aus wie ein wunderbarer Platz. Oh Gott, da ist schon wieder einer mit Scharfschützen. Gewehr, den ich gleich mal ausschalten muss unbedingt. Und da kommen jede Menge Leute angelaufen. Aua. Sprengstoff. Ja, das war nicht ganz so schön. Ich hätte gehofft, dass der außerhalb der Barriere liegen würde. Tat er aber nicht. Das musst du schon hinkriegen. Also bleib ich kurz hier unten, weil da oben kommt gleich wieder jemand mit einem Scharfschützengewehr und den mag ich nicht. Oh, das war unangenehm für ihn, aber an sich gleich mal schlecht. Unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. So. Der Sprengstoff liegt diesmal direkt vor der Barriere, das ist gut. Das heißt, ich bin hier relativ sicher. Wer? Ach, der. Gut. Das ist ein relativ heftig. Oh mein Gott. Weg! Auf jeden Fall weg. Ich überlebe ich sonst nie. Ich überlebe es wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Lauf! Spring! Hier, Bullet Time. Gut, du bist tot. Noch jemand hier drüben? Nein. Und die Tanksäule lodert schon gefährlich. Ich gehe mal hier hinten hin. Oh, Laservisier.
Ja, da komme ich ja gerade ein bisschen schlecht ran. Ich habe auch nur 17 Schuss, hätte mir gerade so auf. Aber da hinten wird gleich die Deckung wechseln wahrscheinlich. Weil er mich von hier aus kaum sehen kann. Genauso ähnlich wie ich ihn. Ich würde sehr gerne das Gewehr drüben haben. Nee. So nicht, meine Freunde. Kann ich es aufsammeln? F? Ja, kann ich. Sehr schön. Oh, das ist auch schon golden, wenn wir gerade so auf. Das ist ja geil, dass man das Gewehr hier nehmen kann. Konnte ich letztes Mal, glaube ich, nicht. Da habe ich zumindest nicht Zugang dazu gehabt. Ich glaube, ich gehe wieder hinter dieser Barriere, weil ich heute mal mehr Leute sehen. Ach, da. Oder das Schießen mit den ohne Zielgewehr, also ohne Laser, ein bisschen einfacher ist, komischerweise. So, was willst du denn hier? Lebst du noch? Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Da fällt der hin, als wäre er tot, aber er lebt noch. Natürlich lebst du noch. Ich habe eine lustige Idee. Ich gehe gleich nach rechts. Weil irgendwie scheint mir da ein bisschen sicher zu sein. Dummerweise kannst du mich, glaube ich, von oben erwischen. Und ich komme da nicht hoch mit meiner Zierung. Also ich komme mit der Kamera nicht hoch. Das heißt, ich bin gleich tot. Mist, ich muss einen ersten Typen da oben ausschalten, bevor ich mich hier in Deckung begebe. Ach, Mann. Das ist wieder ein grandioser Anfang einer neuen Folge. Das schaffst du schon. Na, komm her. So, du bist tot. Also ziemlich tot, würde ich sagen. Kugelhagel, 10.000 Schüsse abgegeben, das ist ganz schön viel, ja. Alter! Er hat ja gesagt, dass ich hier in Deckung gehen soll, das ist ja total bekloppt hier. Natürlich! Und Sprung! Hat wieder ein paar Kugeln mitgegeben und wieder hinten noch. Und wir springen gleich weiter in Deckung, aber in die falsche Richtung. Das war natürlich super gerade. Ich bin gleich tot. Tschüss! Obwohl... Keine Munition mehr! Habt ihr das Klicken gehört? Okay, die Deckung da drüben ist mir jetzt völlig egal. Ich bleib einfach in der Mitte. Die Mitte ist in Ordnung, weil da drüben ist genauso schlecht wie hier vorne. So. Hier schön Deckung gehen. Nochmal ein, zwei Leute mitnehmen. Autsch. Das war auf jeden Fall ein Schlag. Ich muss auf jeden Fall jetzt einen Painkiller nehmen gleich. Und runter. Er ist tot. Nachgeladen schnell. Er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Jetzt sind beide tot. Und der kommt wahrscheinlich gleich wieder raus, aber es ist egal. Ich lasse mal den. Dann den. Der böse Mann, der eine Granate wirft. Oh mein Gott, eine Schrotflinte genommen. Warum? Warum? Und der brennt gleich mal. Ach, weißt du was? Ich bleibe gleich ein bisschen dabei. Du bist noch da. Guck mal, ein Schrotflintenabgabe. 50 Gegner mit einer Schrotflinte erledigt. Obwohl ich doch lieber irgendwie Schnellfeuerwaffe hätte. Der leitet hier ruhig nach, das ist kein Problem. Hier drüben war ja gleich jemand. Oh, da ist er. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich glaube nicht. Dürften noch gar nicht mehr so viele Leute sein. Ich gehe am besten noch hier in Deckung. Da will ich doch schon wieder welche Schüsse. Machen wir mal das. Eine mit einem Laservisier. Komm, nimm ich die mit. Schrufe die weg. Da war irgendwer was. Ach, da ist er. Da rechts. Weiß nicht, Schuss noch. Na komm raus. Yeah, schön mit der goldenen Waffe. Ist vielleicht auch ein Achievement für Leute mit goldenen Waffen töten. We couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wir müssen also rein jetzt. Aber vorher würde ich ganz gerne mal hier noch ein bisschen mich umsehen, ob ich noch was finde. Gerade Munition, sowas ist ziemlich gut. Hier ist noch ein Painkiller, das kann ich auch gut gebrauchen. Ist hier noch irgendwas? Ein Magazin, guck mal. Oder eine Zeitung. Wo wir unseren getöteten Ex-Boss sehen. Und ich habe echt wieder vergessen, was Max damals gesagt hat. Ich werde mal die andere Waffe nehmen. Ohne Laservisier, weil mit dem Punkt kann ich besser zielen als mit dem Laservisier. Oder mit dem Laserstrahler genau genommen. Ja, die Luft ist rein.
Noch ein Munition aufgesammelt. Das ist sehr gut. Das Gewehr kann ich auch sehr gut gebrauchen. So. Das Poor Girl, die Giovanna, versteht sich die gerade hinter den Müllcontainern. Oh mein Gott, Max. Was wir auch hätten tun sollen übrigens. Obwohl, nee, wir haben sie Granaten geworfen, das wäre schlecht gewesen. Ja, stolz, aber sie gut dafür, dass wir ganze beschossen werden. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. Need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, if we were lucky. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Ja, sollte funktionieren. All right. Right. Oh. Got it. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. I guess that meant neither could I. Well done. Janava. Stay close and keep quiet. God damn it! Natürlich, noch mehr Leute. Warum? Weil die Gegner generell über ungefähr 10 Milliarden Leute verfügen. Wundervoll, dafür ist ja Max Payne 3 ein großartiges Spiel für diese herrlichen Sequenzen. Na komm. Lebt noch einer? Du lebst doch noch. Ich habe einen erwischt. Nein, einer fehlt noch. Schade. Sehr schade. Eine einzige Kugel hat noch gefehlt für den Herrn. Das ist. War keine schlechte Aktion, jetzt muss ich mal sagen. Muss ich mir selbst mal ein bisschen loben. Hold on! Through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Ja, was soll man sonst machen? Don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Na, eigentlich müsstest du doch da unten durchkommen, weil du müsstest doch im Prinzip nur rollen. Aber ist offenbar nicht so dein Ding, rollen. Aber ich habe das Gewehr komischerweise fallen lassen im letzten Kapitel. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich, weil ich geklettert bin. Nehmen wir kurz die Munition noch mit. Und guck mich kurz nochmal hier oben, ob ich noch irgendwas Interessantes hier finde. Aber das sieht nicht so aus. Ist das ein Painkiller? Ne, ist aber nur eine Lackierdose. Schade, schade. Kann man hier irgendwas machen? E, F, nix. Ne, nicht wirklich. Ist hier drin noch irgendwas? Nee, nur so ein Lagerraum. Gar nichts. Na gut. Kann man hier durch? Ach ne, hier kann man den einen Knopf drücken. Oder den Knopf drücken, nicht einen Knopf drücken. Ja, du bist unglaublich gut darin, den Knopf zu drücken. Rechts nichts, links nichts. Und in der Mitte. Ach du großer Gott, ja, ich erinnere mich, das ist jetzt die Hölle. Ja, wir haben jetzt hier so ein paar Gesellen. Ein paar ist fast schon ein bisschen übertrieben. Die ernsthaft auf Sturm aus sind. Aber wir haben einen kleinen Vorteil. Da hinten versteckt sich ja jemand unter diesem Bus. Oder ein paar Leute unter diesem Bus. Und wir können diese Kontrollen hier anschießen. Die den Bus niederlassen, sage ich mal. Na komm. Lebst noch? Lebst nicht. Jetzt war ich viel zu lang draußen geblieben gerade. Die Granate ist okay, weil die kann ich nicht erwischen, hoffe ich zumindest. Ja, meine Deckung ist ziemlich gut. Oh, jetzt war ein schöner Kopfschuss. Aber der Herr hier kommt mir gerade ein bisschen zu nah. Hab ich doch noch erwischt? Ich glaube, jetzt meine Painkiller, die ich hier irgendwie habe. Oh mein Gott. Ich glaube... Mit am häufigsten sterbe ich von Leuten, bei denen ich glaube, dass sie tot sind, weil sie irgendwie einen Schuss durch den Hals bekommen oder irgendwie durch den Kopf oder gefühlt durch den Kopf, die aber letztendlich gar nicht tot sind. Ich glaube, der Typ hier ist nämlich auch nicht tot gerade. Ja, er ist nicht tot.
Jetzt sollte er tot sein, weil er relativ viel Blut verloren hat. Was muss das jetzt bedeuten hier in dieser wunderbaren Welt? Wer? Du. Natürlich. Komm, dreh dich um. Du, da hinten müsstest. Gut, dann ist ja okay. Dann liege ich jetzt vermutlich ein bisschen da. Und lade nach, während du mit einer Schrotflinte vor mir stehst. Was soll schon passieren? Okay, ich probiere es ganz normal. Natürlich. Was bleibt mir anderes übrig? So, zuerst einmal du, weil du so schön kniest. Dann du, weil du so schön nah kommst. Und dann du, weil du eigentlich auch gar nicht mehr so weit entfernt bist und etwas zu sehr auf den Pelz wüchst. Dabei habe ich kurz witzigerweise den Bus runtergelassen, was gar nicht mal so geplant war. So, der ist tot. Hoffe ich. Und der ist gerade nicht so richtig in Deckung. Oh, nein, gut. Ich leider auch nicht. So, wieder Deckung, 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 danke. Unten, unten, bleib unten. Mein Gott, steht erstmal da, guckt die Welt an. So, wie machen wir das? Dich. Sehr schön. Ist links noch jemand? Nein. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendjemand rechts lang gelaufen ist. Und dieses Gefühl trübt mich nicht. Du lebst da noch. Komm, ich sehe dich immer noch. Der, rote, der Punkt ist noch rot. Bewegt sich noch. Ah, mein Gott. Komm, wieder raus, komm wieder raus. Sehr schön. Kommt noch jemand? Natürlich kommt noch jemand. Und das war der letzte. Wahnsinn. Natürlich, nach dieser Szene gleich noch eine. Ja, läuft alles super hier. 1A-Konstruktion, das Geile ist, man kann hier auf diese Brücke schießen. Oder auf diesen Teilaspekt und runterfallen. Also runterfallen lassen, sozusagen. Aber schon die nächsten Leute angerannt. Natürlich kommen sie da angerannt. Ich habe gewechselt auf die komische Pistole, warum auch immer. Nachladen. Dann rechtzeitig. Das war's für dich. Sehr schön. So war es endlich mal mit den Gegnern. Ich glaube schon. Du versuchst den großen gelben Knopf zu drücken. Du bist höchst beeindruckend, Lady. Ich hätte jetzt sehr gerne A, ein bisschen Munition oder ein bisschen mehr Munition. B, Zehntausende von goldenen Waffenteilen. Aber vor allem erstmal noch ein Painkiller. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich gerade. Ja, ja, ich weiß, dass ich da hochgehen sollte. Da ist nicht gerade was Grünes leuchten, also es müsste ein Painkiller sein. The spoils of a desperate man. Nehme ich auch gleich auf mich. Keine Ahnung, warum ich gerade diesen Kram hier zerstäubt habe. Komm ich hier rein? Nein. Schade, schade. Noch irgendwas Schönes hier? Was Interessantes vielleicht? Hier kann ich den Bus noch runterlassen. Ich habe eine super Möglichkeit, sich selbst zu töten. Ja, ich komme ja gleich. Ich will noch ein bisschen rumgucken. Aber hier ist nichts mehr. Gut, also können wir jetzt die Treppe hochgehen. Hochgehen, 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 hinten hochgehen, genau. Ich habe gerade irgendeine Sirene gehört. Ich hoffe, das war einfach nur Spielmusik. Nicht irgendeine Alarmanlage. Das wäre sehr schön. Aber ich gehe vorher in diesen Raum rein. Während ich right behind you bin. Hier ist normalerweise nichts, also kann ich wieder gehen. Na prima, dann mal verstecken. Als zwei Leute. Ich würde vorschlagen, sie umzubringen. Zwei Leute, nee, drei Leute, vier Leute, ach du Scheiße. Fünf Leute. Ich überlege, ob ich das mit einem Hechtsprung machen sollte. Aber die Leute da hinten sind relativ schwer zu erwischen, weil hier überall irgendwelche komischen Säulen sind. An dem meine Schüsse fangen können. Also der hier drückt unten ist relativ leicht, glaube ich. Kommst du die Treppe hoch? Nee, kommst du nicht. Und hier bei unten, die unten machen mir ein bisschen Sorgen. Ich finde, die kann irgendwas Cooles drauf. Okay, ist uns noch. Ich würde gerne ein klares Schussfeld haben. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich mir das gerade selbst denke, aber da unten hat nur eine Schrotflinte, der ist mir nicht so wichtig. Der Typ mit dem Sturmgewehr hier, der nervt mich gerade ein bisschen dummerweise, ist ja jetzt unter meiner Brücke drunter. Ich warte einmal, bis die beiden jetzt da langgelaufen sind, wenn sie denn da hinten langlaufen. Los, lauf in den Bus rum. Geht geradeaus, genau. Du folgst ihm bitte mal.
Da hätte ich nämlich ein ganz gutes Schussfeld, glaube ich. Ist im Bus auch noch einer? Im Bus ist auch noch einer. Okay, los geht's. Du kannst auch bitte versuchen, dich mal richtig... Er ist tot. Er ist tot. Nachladen. Das ist wirklich jemand. So. Der Imbus ist leider nicht tot. Du willst hier bestimmt irgendwie rauf oder sowas? Nee, willst du nicht. Egal, dann stirbst du jetzt trotzdem genauso wie der andere. So, du bist tot. Der Imbus macht mir ein bisschen Sorgen. Muss aber gar nicht, weil er gleich der letzte war, sondern der hier. Ach nee, das war ein Shooter. So ein Dead-Tralala. Ja, komm, schreck dich ab da unten. Ich habe keine Ahnung, warum der Max das Gewehr so komisch gehalten hat. Our day had started with us hiding in filth and got progressively worse. Wird schon was heißen. Running true to form. Or rather, I was running true to form. Ja, das ist Max Paynes Leben, wie Max Paynes Leben nicht anders sein könnte, beim besten Willen. Schnappen wir jetzt einfach die Munition, die hier unten rumliegt. Ja, ihr habt keine Schnellfeuermunition. Hat hier drin jemand Schnellfeuermunition? Hier war doch jemand drin. Ach, da ist ja in den Bus rausgepurzelt, okay. Liegt hier noch irgendwas? Nee, liegt leider nicht. Guck ich mal hier vorne noch. Schrufelt ist schön gut. Ah, hier ist richtig Munition. Richtig gut. Hier komme ich nicht durch. Na gut. 60 Schuss ist nicht viel, aber wir müssen damit leben. Lass verraten, wir sollen da lang. Should we wait here for bosses? No, it's not. Kann ich dir gerade nicht sagen. Come on. Damn it. Hier mal die Tür aufzuschießen, ist ein bisschen sehr auffällig. Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Give me a leg up. Open the door. Der ist wie ein Papi für die, echt. Mutig vom Alter auch. Shh. Listen, listen. Check it out. Stay here. Jetzt weiß ich, ob ich das erinnert die ganze Zeit. Leon, der Profi, im besten Willen. Achso, übrigens, ab hier, habe ich auch noch nicht weiter gespielt. Die Pistole irgendwie, warum auch immer. Nein! Ja, hier. Nimm das Gewehr wieder auf. Also ab hier spiele ich auch wieder blind. Das tut mir leid, ich habe auch irgendwie sowieso geschossen, weshalb die da oben ein bisschen aufmerksam auf mich werden dürften. Ist vielleicht noch einer gewesen? Moment. Ja, aber nur zwei, die schreien. Ach, du kannst. Stimmt ja, du kannst ja auf der Treppe nicht in Deckung gehen. Der ist meine Position bisher gar nicht mal so schlecht, Alter Schwede. Wenn sie nicht mit irgendwelchen Granaten ankommen, ist das für kein Problem. Nein. Da ist noch gerade mehr lang gelaufen. Da ist noch einer. Guck mal. Na komm, tot bist du noch nicht. Ja, da ist er. Meins. Das sei. Oh, ahaha. Also, wenn das kein Headshot ist, dann weiß ich auch nicht. Machen wir das Ganze vielleicht nochmal. Diesmal vielleicht ohne sofort einen Schuss abzugeben. Wieso? Ganz ehrlich, ich habe mich ausgewählt, dass der die Waffe weglegen soll. Aber gut, mach das mal bitte so. Alter, ich bin doch total bekloppt. Du eigentlich noch deuten. Ich kann Leben mehr auch schön. Ich glaube, ich werde da wieder sterben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommst du links raus, kommst du rechts raus.
Geduld beweisen. Nicht, dass was bringen würde, aber Geduld. So. Wie wechsle ich jetzt am besten nicht die Waffe? Ich habe die Pistole ausgewählt. Ich will die Pistole nicht auswählen. Ich will das Gewehr auswählen. Ja, genau so. Nein, nein. So, so ist schön. Gut, jetzt hätte ich das gleiche rausgenommen. Ich mache vor allem die panischen Schüsse eben zwischendurch, die ich gerade geliefert habe. Lad nach, meine ich. Da kommen gleich ein paar gute Gesellen rausgerannt. Oh, das war sehr schön. Komm, noch mal 10, jemand bewegt gerade? Nein. Komm, 20 Schuss warten auf euch. Für alle, die hier rauskommen. Die gibt's gratis. Oh, das war sehr schön. Gut, 16 Schuss noch. Jetzt leider nur noch 8 Schuss. Ich glaube, jetzt wechsle ich mal auf die UZ. Beziehungsweise wie Ingram. So, bis Deckung gehen hier. Das müsste ich ganz leicht treffen und sehen. Und im Notfall kann ich immer noch die Bullet Time anwählen. Ah, da ist jemand. Da ist jemand. Okay, jetzt von rechts wird keiner mehr kommen. Aber da drüben ist gerade ein bisschen übersichtlich. Da ist noch einer. Der spektakulär nach unten fällt. Möglicherweise war er für die letzte Sequenz gedacht eigentlich, dass man irgendwie, dass er ganz toll Ragdoll-mäßig hier runterfällt, aber wusste er nicht. Danke für die Munition, ich bleib wieder bei dem Gewehr. Lade ich nichts nach. Kommt jemand raus noch? Nee. Gut, er guckt sich noch ein bisschen um. In der Zwischenzeit wird natürlich hinten gleich um den Scheiß, weiß ich nicht. Bist du langsam mal? Ja. Munition. Es muss ja noch mindestens einer sein. Gibt es hier keinen Painkiller oder irgendwas in der Richtung? Ich hatte jetzt. Der AJ war da folgt mir. 10.000 Schuss Munition hätte es leuchtet irgendwas Goldenes. Das ist ganz toll. Das hole ich mir kurz mal. Alle Teile der. Oh, der goldene Schruffel. Das ist ja geil. Haben wir nicht gerade einen? Ja, aber nicht. Ach, da unten wahrscheinlich. Haben wir vielleicht einen Painkiller oder sowas? Hat nicht irgendein Bürobonze, irgendein Bürobonze-Büro-Typ, irgendein Painkiller? Ja, ja, ist okay. Okay, da schießt jemand auf mich. Ja. Das ist nicht gut. Das nenne ich mal über den Haufen geschossen und eine unwürdige Stahlposition. Wieder von Anfang. Och, na gut, nochmal. Ich wähle das Gewehr aus. Oder ich lege das Gewehr weg. Und das Ganze nochmal. So, du bist tot. Hab ich eh schon entdeckt. Du bist tot. Du bist nicht tot. Wenn er angerannt kommt und der Typ, der rechts immer noch da ist, macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Ja. Na gut, dann eben so. Ja, lad ruhig mal nach. Während du aufstehst oder die Treppe runterbrust, ist das kein Problem. Bleib ich ganz entspannt liegen. Okay, ihr lebt nicht mehr. Du lebst auch nicht mehr. Das ist ganz toll. Weil deine Mütze bietet nicht so unglaublich großen Schutz vor Kugeln. Ich glaube, ich habe dich nicht gesehen, mein Freund. Der Computer wird schon irgendwie. Nee, kann man nicht. So, der ist tot. Hoffe ich zumindest. Der sollte auch tot sein. Ist aber nicht, natürlich nicht. Wahrscheinlich hat er die Weste getroffen oder sein Panzergesicht. So, 35 Kugeln noch. Und ich höre noch reichlich Gebrülle. Jetzt ist noch einer, okay. Stirb bitte mal, dankeschön. Hier drüben stand, glaube ich, noch einer, genau. Und ich wusste es doch, er war echt extra dafür gedacht, dass es irgendwie so ein Ragdoll-Prinzip ist, dass er so runterfallen kann. Kommt Giovanna jetzt? Immerhin war es gerade der letzte.
Joanna. Hallo? Okay, habe ich wohl noch irgendwas vergessen scheinbar. Ah, okay. Jetzt könnte es sicher genug sein, oder? Kommst du hochgerannt? Wenn du hochgerannt kommst, ist es sicher. Es ist nicht sicher. Ja, ich kann warten. So. Wieder einer weg. Also hier oben ist keiner mehr. Das wird sich zeigen. Weil eben kam jemand von dir von hinten. Wishful thinking. Maybe there was a security switch somewhere. Vielleicht dieser Rot hier. Nicht gut. Quick time? Ich nehm's mal an. Ja! So eine Nötigkeit, doch real life machen, ey. Nicht real life, real time. I'm here. Real life soll ich das in Sicherheit nicht machen. Ich hätte mich übrigens gerne mal umgesehen in diesem Sicherheitsbüro. Ich wette, da wäre noch was gewesen. Alter Schwede, kommen noch mehr Leute angelaufen. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. Right now, I reckon I'll be better at the shooting. Ich nehme es mal an, ja. You can do this. Ich sehe schon wieder ein kleines Minigame auf mich zukommen und ich freue mich jetzt schon ein bisschen drauf. I give you the word. I want you to slam it into gear, full on the gas. Drive us the hell out of here. Das ist wie Speed, nur geiler, oder? Just drive the fucking thing straight and also keep Speed 1. Going. Speed 2 war sicherlich nicht geil. This. Ready? Go! Und los geht es. Jetzt habe ich mich auf die Ingram. Okay. Ein Loho. Hey! Ja, ja, super. Ach, noch meine Munition ist ja super. Da kann ich gleich nicht draufhalten. So wie es ist. Dauerfeuer natürlich. Bleib mal bei den Zapfsäulen hier, die ein bisschen rumballern können. Ich bin noch ein bisschen mit. Ich glaube letztendlich, dass ich. Alter Schwede, dass ich keinen von euch. Großartig töte. Doch, tue ich tatsächlich. Weil ich die ganze Zeit nur so einmal nach links und rechts halte. Oh mein Gott. Wahrscheinlich die ganze Zeit die Panzermessen penetriere. Alter, ich hätte ein schönes Penetrieren, wenn er einfach nur anschieße. Ach du großer Gott. Rakete abschießen, super. Ja, ja, kriegen wir schön. Mach ich das erste Mal, ich bitte dich. Hallo? Hallo? Die Rakete. Achso, ich muss den Typen abschießen, bevor er. Och man. Ich habe ja Bazooka-Schüsse aus der Luft abschießen. Ja, ganz souverän. Du sollst Busfahrer werden. Willkommen im Busfahrsimulator 2012. Wieder ein großartiges Spiel. Ich meine, die Fahrphysik hier ist wesentlich geiler als die im Originalspiel. So, noch jemand? Helikopter! Lass mich raten, Scharfschützen. Ach, das ist Passos. So. Natürlich! Aber eine geile Szene. Scheiße. Ja. Und sonst? Wie war euer Tag? Nicht schlecht. Meine beiden Waffenhalter sind leer, das lässt nichts Gutes erahnen. We're okay. We're okay. You good? Der Mann ist unverwüstlich, oder? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Oh, eine Waffe, immerhin. Ein richtiges Gewehr. Oh, du bist bestimmt auf meiner Seite. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the passwords. Tell them to wait for me now. Go. Jump. Go. Okay. Ich muss diese Szene auch als andere überleben. Sollte. Ach du großer Gott, noch jemand? Sollte überhaupt kein Problem sein. Hier, eine Granate. Das wollte ich wahrscheinlich. Gut. Ich bin auch noch abgeschossen, ist auch nicht schlimm. Schieß! Sehr schön! Nachladen! Ach, muss ich nachladen! Schön! Ist ja gut! Noch jemand! Schieß!
Und los geht es. Alter Schwede, das ist ja unnormal. Das war eigentlich ein bisschen froh, dass wir keine Granaten haben, aber... Es wird schon fleißig, aber ist der Kram wahrscheinlich, weil ich... Oh mein Gott, weil ich selbst noch geschossen habe. Das ist ja hier Krieg. Ich nehme mal kurz einen Painkiller. Das sind gleich zwei Painkiller. Ich ziehe sich zurück, jetzt muss ich mich sehen. Und von rechts werde ich beschossen. Ja. Auch wenn du dich versteckst, ich weiß noch, wo du bist. Wo noch Leute da sind, noch Leute. Ich wollte dich da wegflankieren. Kannst du dich bewegen? Kannst du nicht. Hallo? So. Meine Steuerung gerade ein bisschen versagt. Eine in den Hintern. Teil 2 abgeschossen. Schließe Teil 2 der Handlung ab. Gerade ein Achievement, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war ein bisschen krass gerade, ne? I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Was ein Arsch! Ich will einfach seine Frau in Sicherheit bringen. Seine schwangere Frau, wohlgemerkt. Vielleicht kommt er mal zurück. Ach, der Kopf, den gibt's ja auch noch, stimmt ja. Der wirkt gerade so unwirklich. In einem sauberen Auto, ohne Waffe, mit diesem Milchgesicht. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. Yeah. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Passos did. 6 times, dating back to a few months before you turned up. Hmm. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? Der sollte mich anwerben? I don't know, my guess is to meet you. Ist ein Witz. Why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? Schwer zu beantworten. I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. Ja, bitte. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. Hm. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Kapitel 9, Kapitel 11, Sonnenöl abgestanden, irgendwas, Bastida Locks, Panama Kanal in Panama. Panama had been my second job with Passos. Hey Max! Max! Come on! The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. Ja, sure. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. Ja. Und passend schalt gerade mein Handy rein. Ich mach kurz mal hier mein Mikro aus. Sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, soldier! Oh. Du kriegst so alles durcheinander, oder? Ah, I
gotta quit drinking so much. Ach komm, lass nur. Nimm noch einen. Liver damage. Big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Ich bitte dich. Kidding, I hope you are. Just stay off the Yayo, hm? I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? Mm. I feel like safe with you guys. Know that. Like, yeah. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Super. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, nicht mehr. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Good. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey. I love a woman. Ja, ich kann mir schon denken, welche. She doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Ja, mach das mal. You crazy crackhead, lay off the Yayo, hey. Pasos. Walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tabon, but have him smile a bit more, you know? His life is good. Where's the truck? It's coming. Hey, soon. Pasos. Yeah. I gotta go lay down. Okay. Boah, wäre ich gerne Leibwächter auf so einer Yacht. Nicht. Okay, der Bikini ist schon ziemlich hübsch. Kriegst du jetzt irgendwas? Oder fällst du einfach nur ins Koma? Ruhig, ganz ruhig. Oh Gott, nein. Naja, das Glas ist noch heil und ich wollte gerade sagen, der Kram ist noch im Becher, aber ist er nicht. Naja. Was geht denn jetzt? Shit, der Waffe geschlafen, das muss unglaublich bequem sein. Okay. Ich werde es nur Ehestreitigkeiten am besten willen. Oder will jemand die Yacht überfallen? Jemand will die Yacht überfallen. Und es wird gespeichert. Sehr schön. Das heißt, ich kann mich jetzt bewegen. Ja, kann ich. So, und das heißt natürlich, dass ich jetzt mal Schluss mache langsam mal, weil die Folge ist ja weiß Gott schon relativ lang, fast eine Dreiviertelstunde. Wahnsinn. Ich werde jetzt noch rendern. Ihr werdet die heute noch zu Gesicht bekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei Max Payne 3. Und das reimt sich schon wieder. Hurra, hurra. Ja, bis denn dann. Ciao, tschüss.